Ein recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Die Reise ins Jupiter-Universum. Ja. Wir haben Besuch, wir sollen schlafen gehen. Nicht wahr, Skadi? Ja, ich gehe schon mal. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Der Morgen kommt, der Morgen kommt, der Morgen kommt, 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 kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. La 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 la. So. Gut. Ganze Nacht schlafen. Ich glaube schon wieder Tag. Ja, ich glaube es auch. Na, machen wir am nächsten Tag halt. Egal. Ach, super. So, auf geht's jetzt zurück zum Ort, wo wir hin wollten. Yep. So. Was sagt eigentlich dieser alte verrückte Typ und diese alte Ente? Taverne zur Ente? Genau, Taverne zur Ente, da sollten wir hingehen. Katzen, da ist ja noch ein Schild. Was steht denn da drauf? Weiter nach Wolfsdorf, Stadtteil Fuchsicheldorf. So, hier gibt's keine Ahnung. Sehr, sehr viele Schilder. So. Taverne zur Ente. Gebraten sie sauer? Je nachdem. Wer geht jetzt zuerst rein, du oder ich? Hallo? Komm durch rein, was? Was wollt ihr? Das Rätsel, was uns gegeben oder geben wolltest oder machen wolltest. Ach so, ihr wollt. Hast ihn sprachlos gemacht. Ja, ich setz glaube ich hoch. Hallo? Das kommt mir irgendwie alles sehr, sehr, sehr seltsam vor. Ihr wollt also den Rätsel rausfinden? Ja, das wollen wir. Ich kann euch nur eins sagen. Es ging erst der König, dann die Queen. Die Dorfbewohner sind danach gegangen. Wollt jemand Hammelfleisch haben? Ich hab noch. Und ich hab auch noch. Ich hab auch noch. Wollen Sie was zu trinken haben? Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Für Sie auch. Danke. Wenn Dann. Ihr noch mehr wissen wollt, bauen wir die Bäckerei wieder auf. Die Bäckerei? Hinten an der alten Backstube. Ihr werdet die als Ruine finden. Und junger Herr, ich geb dir einen Tipp. Ja. Spiel nicht so viel mit den Monstern. Geht arm schlafen. Dein kleines Holzmecherchen macht den nicht aus. Solange ihr nicht euch bewaffnet. Kommt ihr nicht weit raus? Außer ihr wollt die Blumen von unten angucken. Dann suchen wir mal die Bäckerei. Ja. Yeah. Aber erstmal anstoßen. So, Wasser getrunken. Tut gut.
sehr, sehr seltsam. Die ganze Stadt ist seltsam. Hier ist alles seltsam. Eine Kuh weniger interessiert auch niemanden. Ja. Bäckerei, welche Bäckerei? Bäckerei, wo ist sie? Hier sind zu viele Häuser. Naja, es soll eine Ruine sein. Ruine, ja, das ist leicht zu finden wahrscheinlich. Naja, wenn die überhaupt hier... Ja, also hier wenn, sieht es nicht so aus. Eine Ruine, ja, hier ist eine Ruine, Fehlanzeige. Naja, wir waren noch nicht auf der anderen Seite. Na gut, das stimmt, ah. Meine Güte, haben wir hier viel gebaut. Oh, warte, wo sind wir? Hier war irgendwo ein Schild gerade, oder? Da. Das Bauern- und Industrieviertel Fuchsicheldorf. Ja. Meine Güte, was haben wir hier gemacht? Was ist das denn? Schmiede der Schmiedmeister. Alles seltsam. Wir haben heute noch nichts. Hui. Der erste Gründer dieser Stadt, Fuchsicheldorf. Meine Güte. Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh. Jetzt sieht er knuffig aus. Oh, da ist eine Truhe. Hallo, jemand zu Hause? Gold, was ist das? Gold? Ich weiß nicht, sieht aber auch nach Gold aus. Goldblöcke und der schwarze Tag. Ich nehme das Buch kurz mal, und packe das andere Buch mal rüber. So, Geschichtsstunde wieder. Einmal mehr. Der schwarze Tag. Er sprach zu uns. Der große Weiße. Er lehrte mich. Ich führte dieses Fürstentum. Und dann kam es aus dem Nicht. Hi. Erst traf es die Tiere. Dann traf es die Wirre. Die Hölle und der Himmel. Wurden eisig. Nee. Am Tag, wo es begann, 28. Februar 1949. Eis so blau strahl wie Plage, keine Ahnung. Feuer breite Tiere. Es brach zusammen. Es kam aus dem Himmel, so das heißen. Neuer Zauber, Hexe. Die wahre Krone auf dem Tempel von großem heiligen Julian. Er sprach zu uns. Wut und Feuer breitet sich aus. Es traf das erste, dann traf es das zweite. Doch dann traf es niemanden. Niemand. Eisig war es, der, das kann ich halt nicht lesen, im Auge starr. Erfahrung von Prinzessin Nezuko. Der Himmel brachte es. PU, keine Ahnung. Sonne nicht das, was es war. Sturm breitet sich. Die Nichtskrankheit war da. Oh. Ich gebe euch nur einen Tipp. Ehrt die drei Gründer. Die können schnell stinkig sein. Solange ihr keine Scheiße baut. Den ersten von drei habt ihr gefunden. Die anderen zwei habt ihr gesehen. Nächste Frage. Darf ich mein Buch mal haben? Ja. Nimm das andere Buch wieder Wenn raus. Wenn ihr noch was braucht, kommt immer zur Taverne. Okay, werden wir. Ob das Essen, Waffen oder eine neue Rüstung ist. Ich kann alles beschaffen. Bis auf eine Sache. Bis auf welche eine Sache? Das ist das Gier.
Das müsst ihr rausfinden. Aber seid vorsichtig. Gier kann auch nach hinten gehen. Am Friedhof, da stand was von Gier. Und ein Pfeil auf einen. Hat befallen. Der lebt nicht mehr. Der wurde uns von uns Bürger erhängt. Ich warne euch nur. Eins haben wir gefunden, zwei haben wir gesehen. Genau. Und wir sollen auch eine Bäckerei aufbauen. Wir haben kein Werkzeug, nichts außer so Holzdinger. Doch, in diesen zwei Häusern, wo wir die Betten gefunden haben, die in den Truhen, da können wir uns mal umschauen. Genau, dann schauen wir uns da um. Aber erstmal wollten wir die Bäckerei, glaube ich, suchen. Die ist schon gruselig überall. Es wird immer verzwickter hier. Immer mehr und mehr Verzwickung. Schnitzeljagd. Ich denke ich mir gerade auch. Was soll das heißen, Schnitzeljagd? Nichts. Sprich aus, junger Bursche. Nichts. Jetzt suchen wir mal. Diese älteren Leute, ne? Ich weiß, glaube ich, wie ich ihn ab sofort nenne. Alter Duck. Sag nichts Falsches. Ich kann mich wehren. Zum backenden Fuchs. Ich glaube, das ist die Bäckerei. Das ist die Bäckerei. Heieiei, ist zusammengekracht. Irgendwann. So, es wird Nacht. Ich glaube, wir sollten ja auf den Rat des alten, auf die alte Duck hören. Ja? So, dann. Und schnell hinlegen. Das wird, glaube ich, die sinnvollste Entscheidung. Sag mal, wie schnell kann er wieder weg sein? Der war gerade noch hier bei uns, jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Was zur Hölle? Ist ausgewandert. Ausgewandert. Ist wieder ausgewandert. Ich glaube, ausgewandert ist das falsche das Wort. Das Rauch ist gruselig, alles ist hier seltsam. Also, wir müssen. Okay. So, jetzt schnell ins Haus. Und erstmal schauen, dass ich die Sachen überhaupt lege. Genau, so. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Weg damit. Weg. Macht sich jetzt schon. Mausgardi. Moin, Tukisi. Es ist halt hier die Rüstung. Ich muss bei mir auch nochmal schauen. Da unten auch irgendeine Rüstung gesehen. Gucken wir mal. So. Ich glaube, jetzt ist man sicherer. Gibt es hier noch irgendwas, was man brauchen könnte? Ach du meine, ich habe hier viel. Jetzt müssen wir uns wirklich mal hier. Also, Spitzhacke habe ich jetzt nicht. Spitzhacke habe ich. Ich habe hier einige Sachen hier oben gefunden. Okay. So, das packe ich mal hier oben rein. So. So. Hi. Hi. Ja gut, das habe ich jetzt noch nicht.
Jetzt Ja, gucken. die Welt ist gefährlich, also muss ich vorgeladen sein. So, jetzt gucken wir mal uns hier um. Hast du es gerade auch gehört oder habe ich mich gerade nur geirrt? Ja. Also wir sollen eine Schmiede bauen, eine Bäckerei bauen. Wir sollen die Gründer ehren. Was sollen wir noch alles? Keine Ahnung, du fragst den Falschen. Danke, das tue ich gerne. Ist es wirklich die Bäckerei? Haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Ich habe Kupferbarren gefunden. Das ist gut, das bringt uns vielleicht weiter. Ja, und Goldbarren, aber die bringen uns, glaube ich, auch nicht weiter. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, wir haben hier einen Bauernhof, glaube ich. So, dann packen. Brot. So, das kann man sich, glaube ich, ganz gut mal ab. Ich reiße es mal ab. Meine Güte. Ich meine, jetzt soll ich das Moos hier entfernen. Ja, ich habe schon mal Essen für uns wieder besorgt. Ja. Habt ihr gerade das Horn gehört? Ja. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Dann ist die nächste Nacht nichts Gutes. Ich geb euch Tipps. Die Sachen für die Bäckerei ist drüben im Wald. Ihr müsst einfach die Sachen farmen. Wenn ihr Eisentools braucht wie eine Eisenaxt, kommt zur Taverne. Ihr wird immer gruseliger. Ja. Was soll das heißen? Ich habe noch gute Ohren. Wie gesagt, ja, er wird immer gruseliger. Was soll das heißen? Dass du gruselig bist. Willst du gegen einen Ex-Kämpfer kämpfen, Nein. erstens mehr Erfahrung hat? Zweitens mehrere Leichen gesehen hat. Auch wenn ich so alt bin, unterschätz mich nicht. Kein Kommentar. Genau, ich habe mir gerade auch gedacht. Erstmal alles wegbauen. Na toll, jetzt habe ich schon wieder hier Stein Habt ihr eingesammelt. genug Essen, dass ihr euch auch satt futtern könnt? Ich habe noch ein Steak. Dann geb ich euch was. Keine Sorge, ist nicht vergiftet. Einmal für dich. Du, wie ist dein Name? Man nennt ja mich in meiner Welt Skadi. Hier, Skadi. Wie heißt du? Türkise. Bei Gewitter seid ihr schnell im Haus. Seid nicht draußen, wenn's donnert. Ich bin Gandalf. Dass wir uns unter Namen kennen. Okay. Alter Tag. So heiß ich nicht. Aber passt zu dir. Mich hat aber nur einer Alter da genannt. Und das war meine Schülerin.
eine Schule. Leider ist sie vor 1300 Jahren gegangen. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Sie kann verstorben sein oder sie lebt noch. Okay. Wie alt seid ihr? Alt genug. Was soll das heißen? Ich bin 1534 Jahre alt. Was heißt für dich alt genug? Sag's mir. Ich habe viele Schlachten mitgenommen. Darum habe ich die tiefe Stimme. Hat hier die auch eine Schlacht stattgefunden? Nein, Gott sei Dank. Diese Stadt wurde in Ruhe gelassen. Aber warum, weiß ich nicht. Naja, das würden wir sicherlich irgendwann herausfinden. Aber mit diesen Worten war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie es mit dieser alten Ente weitergeht und ein bisschen Gandalf, wie er sich nennt, seht ihr natürlich alles in der nächsten Folge. Man sieht sich. Haut rein. Tschüss.